Liebe Gemeinde, Verstecken kann ein lustiges Spiel sein. Ein Spiel mit viel Entdeckerlust und fröhlicher List. Ein Spiel der einfallsreichen Verstecke, bei dem sich schnell zeigt, wie nahe gute und schlechte Wahl beieinander liegen. Wer es oft genug spielt, der weiß schon, wer gerne immer den gleichen Ort aufsucht und wer jedes Mal einen neuen Platz findet. Verstecken kann aber auch hinterhältig und gefährlich sein. Es ist kein Spiel mehr, wo mir aus Verborgenheit und Dunkel Unheil droht. Oder wenn ich Hilfe suche und der Helfer lässt sich einfach nicht finden, nicht blicken. Menschen klagen gegen Gott. Warum verbirgst du dich vor uns? Wir rufen zu dir, wir flehen dich an, wir suchen dich, doch du lässt dich nicht finden. So klagen auch die gegen Gott, zu denen Jesaja spricht. Doch er lässt sie wissen, dass Gott sie hört und sieht. Er weiß, wie sie leben. Sie fordern, Gott solle gerecht sein und ihre Bitten erhören. Gott ist gerecht. Darum rufen sie vergeblich, denn Gott sieht ihre Ungerechtigkeit, ihr Fasten, ihre frommen Handlungen. Sie sind für ihn nur ein bedeutungsloses Schauspiel. Sie fasten und bitten um seine Nähe und doch leben sie gnadenlos auf Kosten der Armen. So fordert Gott sie auf. Sie sollen Unrecht fasten. Sie sollen die Menschen freilassen, denen sie Leben und Freiheit rauben. Jesaja legt ihnen Gottes sehr dringliches Anliegen vor. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Und wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Was Gott sagt, ist klar und konkret. Was ihn in Israel stört, das gibt es bis heute in unserer Welt. Menschen in Armut verlieren ihre Freiheit. Gott will aber, dass diese Menschen schnellstens wieder freikommen. Freiheit alleine genügt nicht, wenn man arm ist. Darum gibt er klare Ratschläge. Teilt euer Essen mit ihnen, gebt Unterkunft und sorgt für die persönlichen Bedürfnisse von Menschen. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Es steckt mehr als eine gute Tat in Gottes Worten. Eine gute Tat alleine genügt eben auch nicht. Gott will, dass Menschen von Armut frei werden. Brich dem Hungrigen dein Brot heißt darum auch, gib ihm Anteil am Leben, dass er sein eigenes Brot verdienen kann. Er soll nicht von Hilfe abhängig bleiben. Die Sorge um ein Dach über dem Kopf zeigt, dass Menschen Schutz und Fürsorge brauchen. Sie sollen nicht wieder in die Hände derer fallen, die ihre Notlage ausnutzen. Der Nackte bekommt Kleidung und damit seine Würde. Sie ist zu achten und wiederherzustellen. Ich darf mithelfen, dass Menschen geachtet und wertgeschätzt werden. Klar, ich könnte denken, was geht es mich an? Aber Gott sagt es eben auch zu mir. Du kannst dich vor der Verantwortung für andere nicht verstecken. Du darfst nicht wegschauen. Das ist unmissverständlich. Und ich bin froh, dass ich dabei nicht alleine bin. Die Werke der Barmherzigkeit liegen vielen von uns am Herzen. Für manche ist es eine Selbstverständlichkeit. Gerade vor Weihnachten geben sie für soziale und diakonische Aufgaben oder für Brot für die Welt. Und jeder, der es noch nicht tut, ist eingeladen und aufgefordert, dabei mitzuhelfen. Was hat das mit Advent und Weihnachten zu tun? Gerade in diesen Tagen freue ich mich über unseren Gott. Er kam in Jesus in meine Welt. Er hat sich eben nicht vor menschlicher Not versteckt. Er hat nicht weggeschaut. Er kam, um die Kranken zu heilen, die Gefangenen zu befreien und den Armen die frohe Botschaft von Gottes Liebe zu verkünden. Er ist einer von ihnen. Er ist einer von uns. Diese Botschaft darf ich weitersagen und auch leben. Und sie auch. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Unser Gott, du willst, dass wir dir alle in Freiheit dienen. Du bist für uns Mensch geworden und du dienst uns. Du zeigst uns, dass wir deine Anweisungen nur erfüllen können, wenn uns deine Liebe erfüllt. Darum bitte ich dich, dass ich von deiner Liebe erfüllt werde. Eine Liebe, die nicht wegschaut, wenn Menschen in Not, in Krankheit, in Armut, in Abhängigkeit oder in Unfreiheit leben. Wir wollen unseren Beitrag dafür bringen, dass Menschen frei und froh leben können und nicht wegen uns leiden müssen. Öffne uns die Augen, lass uns dafür zusammenhalten. Zeige uns, wie das gelingen kann. Hab Dank für alle, die sich schon jetzt dafür einsetzen.
Jesus, wir sehen dich immer ganz nahe bei den Armen und Bedürftigen. Darum lass uns jeden Menschen unabhängig von dem, was er ist, was er hat und wie er lebt, wertschätzen und achten. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun unter dem Segen unseres Gottes in diesen Monat. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.